Ja, Zyklus 78, Wartezeit kurz übersprungen. Proteste gegen die Erforschung von Stoßtruppen. Wir haben wieder einen Knilch bekommen und wir haben diplomatische Nachrichten gekriegt. Zuerst mal das Wichtigste. Wer ist das? Bergbau mehr, Industrie mehr und weniger Steuern. Na egal, da Bergbau und Industrie uns auch Geld geben, können wir diesen komischen Pilzmutanten mal behalten. Irgendwann sterben die auch in Altersschwäche. Guck mal, Steuerabzüge. Oh, da haben wir aber welche hier. Aber wir können hier ja ein paar Runden behalten. Wir können ja in Finanzen ab und zu mal reingucken, im Hauptbuch, und gucken, wie es aussieht. Und sobald wir anfangen, hier langsam wieder auf Null zurück zu sinken am Kontostand, können wir ihn hier rausschmeißen und ein bisschen zusätzliches Zeug reinkriegen wieder. Behalten wir ihn mal und gucken, was daraus wird. Mal sagen, was sagen. Oh, wir haben gleich zwei. Beide haben uns Nachrichten geschickt. Fangen wir mal mit den Menschen an. Okay, das Beans. Was war das nochmal? Beans. Die Beans Menschenföderation arbeitet jetzt mit uns in der Forschung zusammen. Kann ich sogar einen kurzen Blick drauf werfen, glaube ich. Das fiel mir gerade ein. Genau, wir können die anderen Ansichten nehmen. Was haben die denn hier? Stufe 15 Ökonomie. 13 hier. 12 hier. 14 hier. 14 hier. 13 hier. Vergleich das mit hier, mit uns. Wir hängen in Ökonomie und Biologie und so weiter zurück, kräftig zurück. Dafür sind wir hier, wo es drauf ankommt, gleich auf oder sogar ein bisschen stärker. Und bei den Menschen? Na gut, die konzentrieren sich gerade auf die Sachen, die wir weglassen. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht zurückfallen. Stärkere Schutzschilde. Was war denn bei uns nochmal? Ah, okay, Gott sei Dank. Da haben wir auch mal Glück gehabt, dass wir die auch kriegen. Ist immer lästig, wenn einige der Schutzschilde ausfallen und man die nicht kriegt. Weil dann hat man dann plötzlich eine ganze Menge Runden, wo man vielleicht verwundbar ist gegen den Gegner. Aber wir haben nochmal Glück gehabt für eine lange Zeit. Und oh, jetzt habe ich gerade die andere Nachricht vergessen. Hey, was sagt ihr denn? Oh, sie verhängen Handelssanktionen gegen uns. Also statt mit uns zu handeln, handeln sie jetzt noch weniger mit uns. Wie wollen sie das jetzt machen? Wollen sie uns dafür, dass wir nicht handeln, noch weniger als null geht? Nee, ne? Ich kann euch das hier nochmal hier zeigen, falls ihr das inzwischen vergessen habt. Ich habe Interzivilisationshandel 0. Na gut, da wir noch nicht viel Geld aus Handel kriegen, bringt das nichts. Ah, wir haben einen unserer Kreuzer gebaut. Und bald machen wir das hier. Ein orbitaler Werftkomplex, das macht das wieder, die Werftkapazität ein bisschen größer. Dann können wir hier schon mal auf unserer Heimatwelt, ist er das? Yep, imperialer Regierungssitz. Können wir dann hier auch schwere Kreuzer bauen, sobald wir die Technologie bald haben. Und dann wird hier überall wieder mal gebaut. Bodenanreicherung, Bergbau der Industrie, Agrar, ah ja. Aber im Durchschnitt ändert sich nicht viel. Unsere Schiffchen machen sich immer noch auf den Weg und reisen. Der einzige Unterschied ist, dass wir bald schon wieder aus unserer Reserve kleine Flöttchen aufstellen können. Aber wir hoffen mal jetzt nur eigene. Und nach Industrie sortieren. Ja, es werden bald wieder neue Schiffe hergestellt. Ich sehe da also noch keine Probleme. Oh, können wir gleich weitermachen. Ja, zufällig sehen wir noch nette Bilder hier. Und, gut, gut. Neue Nachricht von euch, Freunde. Forschung. Okay, dann war da wahrscheinlich noch ein anderer Antrag irgendwo dazwischen, dem sie zugestimmt haben. Na, egal. Auf jeden Fall jetzt arbeiten wir in der Forschung zusammen. Das gibt uns einen kleinen Bonus, den allerdings auch. Oh, irgendwo in der Ferne ist ein Planet auf Uzi, den Planeten Uz 1 gelandet. Jägerfusionsbomben, jetzt können wir zuschlagen und wir haben einen weiteren Kreuzer gebaut hier. Ja, ist vielleicht besser, wenn wir mal dafür sorgen, dass wir
mehr als ein einziges Transportschiff haben, falls wir unsere Armeen mal irgendwann brauchen. Und nee, sonst ist alles gebaut. Mal zurück. Tiefenbergbau. Ja, ja. Ah, gut, Mobilisierungszentrum. Gut, dann können wir hier dann auch mal loslegen. Und es wäre vielleicht auch besser, wenn ihr mal ein bisschen mehr Verteidigung hier habt gegen Piraten und so weiter. Bergbau, Bergbau, gut. Ein bisschen Lightning. Ich überlege gerade mal. Ah, die sind so schnell wahrscheinlich veraltet. Ah ja, Kolonisten-Raumschiffe könnten ja auch mal ab und zu wieder welche bauen. Ah, ja, und wir haben wieder einen Menschen erwischt, der sich bei uns einschleichen wollte. Und ein neuer Planet. Und wir sind überall aufgelevelt. Energie, Physik, Biologie. Jetzt ist was Neues sichtbar geworden. Dauerfeuer, Partikel, Projektor, Geschütz. Ah ja, eine Verbesserung für die PP-Kanone. Und wir können mobile Infanterie erforschen und Punktverteidigung. Vor allem mobile Infanterie ist gut, weil da sind ja quasi gepanzerte Truppentransporter und so weiter. Und die können zwar keine Luftlandeoperationen durchführen, das ist eine Option weniger bei einer Invasion. Dafür kann eine mobile Infanterie etwa die Schlagkraft von 6 Infanterieeinheiten haben. Und wenn man also eine Armee von 20 von denen baut, dann kann man damit im Durchschnitt 3 gleich starke Infanteriearmeen aufwiegen. Im Durchschnitt. Am besten ist immer, wenn man sowieso in der Überzahl ist. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man auch in der Qualität überlegen ist. Ne? Ultraarm. Ah je. Stratosphärenring behindert die Forschung. Und die Agrarwirtschaft wird wieder behindert. Okay, aber diesmal nicht genügend, weil wir brauchen langsam wieder Agrar. Das machen wir mal hier in die Flachlande. Und hier machen wir Regierung und Erholung rein, weil die Erholung kriegt sowieso einen Bonus. Und Forschung bräuchten wir mal dringend. Aber wir müssten auch was bauen können hier. 3 ist eigentlich ein mehr, als ich bräuchte. Und hier ist eh unfruchtbar. Dann forschen wir ein bisschen. Für mithalten mit den anderen, vor allem denen, die wir nicht sehen können. Und Mobilisierungszentrum ist am wichtigsten. Also Rest können wir erstmal der KI überlassen. Oh, gut. Ah ja, 7 Runden. 5 Runden, 5 Runden. Ja, es wird Zeit, dass wir neue Kolonieschiffe bauen. Inzwischen ist nur noch ein Schiff unterwegs. Das müssen wir mal ändern. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist Schiff. Naja, können wir auch da lassen. Kann zumindest ein, zwei Schüsse auffangen von modernem Schiff, bevor es zerstört ist. Und es kostet uns ja nichts. Na gut. Gut, hier teilen wir uns den Planeten inzwischen. Und wir haben eigentlich noch ein paar Planeten, die wir hier kolonisieren könnten. Oh, Tinnan 3. Dann mach mal hin. Wir brauchen hier auch ein Systemschiff. Sonst müssen wir wieder Kolonistenraumer dahin schicken. Und weiter geht's. Oh, Zyklus 81, Runde 54. Langsam kommen wir hier in Gang. Ich baue mal vorsichtshalber ein paar Psy-Ops, für den Fall, dass ich das später vergesse. Und dann will ich ein paar zu einer Armee hinzufügen und merke, wir haben wieder zu wenige. Hier ist alles in Ordnung, aber ihr könnt ja auch mal Kolonieschiffe bauen wieder. Gut, 10 Runden plus 1-2 Warterunden. Müssen wir erst gebacken kriegen. Wo ist Pions nochmal? Naja, gut. So sind wir zumindest einen Sprung näher an unseren Feinden. Aber wichtig sind eigentlich diese Systeme hier. Das dauert noch eine Weile hier. Sonst irgendwelche wichtigen Nachrichten? Naja, Duranstahl kommt bald, automatisierte Fabriken werden ab jetzt automatisch gebaut in unseren Zonen. Dann kriegen wir nochmal das hier. Aber der Maximalschaden 33, kann euch gleich sagen. Das ist sehr viel weniger, als es in der Vanilla-Version war. Hier können wir also einfach nicht einfach Raketen an irgendwas dran stecken und haben dann die ultimative Waffe. Hier müssen wir tatsächlich planen und nachdenken. Oh, jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Bald ist der Krieg mit den unseren Feinden noch erstmal für kurze Zeit. Uhu, sie haben tatsächlich mal Schiffe geschickt. Trägerabteilung bedeutet hier ein Schiff.
Schwadron bedeutet ein bis, naja gut, 2 bis 4 Schiffe. Und die kommen in einer Runde an, beziehungsweise in 2 Runden. Oh ja, okay, gut, dann haben wir vielleicht Glück. Und sie bombardieren nochmal unseren Planeten hier. Ich sage da Glück, weil wir sind jetzt noch relativ am Anfang des Spiels, wo die Schiffe noch nicht so viel Schaden anrichten können. Und bei Bevölkerung 3000, über 3000, und bei den paar Shader-Schadenspunkten, die eine Anfangsschwadron macht, können wir die Verluste hinnehmen. Das Beste wäre also jetzt, wenn der Feind hier, unsere fröhlichen WL-517 Paitianer, dann erstmal hier im Jetzt-System herumhängen und auf die Dalok einprügeln. Wenn sie ihre Flotten hier versammeln, dann haben wir Glück gehabt. Vor allem, weil es so aussieht, als hätten die nur einen einzigen Träger dabei, wahrscheinlich mit den billigsten Jägern überhaupt ausgestattet ist. Und dann werde ich einfach meine 4 Schiffe, meine kleine Schwadron, die erste königliche Flotte, im Echtzeitkampf direkt auf die Träger zusteuern und den Träger in die Luft jagen, bevor er uns fertig machen kann. Für den Fall der Fälle. Und dann müssten wir eigentlich der Schwadron auch überlegen sein. Andererseits könnte ich mich natürlich auch irren. Also gucken wir mal, was könnten wir selbst denn an Trägern basteln? Kreuzer, Raumschiff, Träger. Was ist das Beste, was wir jetzt haben? Nee, Träger. Was sagst du? 11 Raumjäger mit Fusionsbomben. Okay, gut. Aber das ist schon mal wieder Quatsch. Ist zwar toll, dass wir die modernsten Laser aller Zeiten haben. Aber das ist alles quarkig. Ändern wir mal. Zum ersten Mal, unser Träger sollte auch in der Lage sein, sich von einem Feind zu entfernen, wenn er mal nicht aufpasst. Also setzen wir das mal, na gut, nicht zu hoch. Denn wir brauchen auch noch sonst noch Platz. 500. Kann er sich zumindest im Schneckentempo entfernen. Und es wäre auch gut zu wissen, wo Feinde sind. Und wenn wir die Feuerleitung feindlich... Oh, das hatten wir schon. Was ich meinte, wäre umgekehrt das hier. Feindliche ECM-Geräte werden neutralisiert. Das kann ich mir jetzt noch sparen. Aber wir hauptsächlich Jäger aussetzen. Hauptsache, wir können den Feind auch sehen, weil sonst werden wir dann sehen, dass unsere Jäger dann einfach so herumirren und nichts treffen. Hier haben wir leider nur das Simpelste überhaupt. Leichter Titanstahlpanzerung und so weiter. Aber zumindest sind wir etwas schneller als am Anfang. Und wir haben unsere Triebwerke. Und wir haben 11 Raumjäger. Jetzt sorgen wir nur ein bisschen für unsere Verteidigung mit leichten Partikelgeschützen hier. 4 sollten eigentlich ausreichen. 11 ist eine doofe Zahl. Machen wir das so. Mehr Waffen brauchen wir eigentlich nicht. Quantus. Ah ja, das haut schon mal ein bisschen mehr rein. Ist aber auch Verschwendung von Platz. Ungefähr 10. Okay, dann machen wir einfach 5 draus. Da die alle 2 Sekunden feuern, haben wir auf diese Weise eine gewisse Verteidigung für den Träger. Aber er soll ohnehin nichts machen, außer Jäger auszusetzen. Und jetzt kommt's. Anders als Raketen, die eine begrenzte Munition haben, wenn der Kampf lang genug dauert, wird ein Träger einfach neue Jäger, wo immer die auch herkamen, betanken und dann losschicken. Das heißt, wenn 10 Jäger draußen noch unterwegs sind oder zerstört wurden inzwischen, dann tauchen nochmal 10 Jäger auf. Und nochmal und nochmal. Und na gut, dann sind die 10 Minuten noch um. Aber Punkt ist, Trägerschiffe sind die ultimative Waffe, auch hier im Ultima-Mod, weil das konnten sie nicht ändern, das ist hardcodiert irgendwo drinne im Spiel. Man hat hier unendlich viele Jäger, die Träger müssen nur lang genug durchhalten. Das ist allerdings auch wichtig. So haben wir Imperiales Colonization, Imperial Colonization Ship. Dann brauchen wir jetzt mal Light Carrier Ship. So können wir das uns merken. Ariel, Geist der Lüfte, der Winde und so weiter. Jetzt haben wir unseren ersten Träger. Und wie gesagt, Träger sind Easy Mode quasi in dem Spiel hier. So, im Prinzip braucht man so eigentlich nichts anderes mehr bauen, aber das macht das Spiel dann wahrscheinlich irgendwann langweilig. Und es ist auch nur nützlich, wenn man ein paar Schiffe hat, die die Träger beschützen kann. Sage ich nur. Gut, wir machen das jetzt mal so.
Sobald er in der nächsten Runde dann hier wieder ein Platz frei ist, fangen wir an, Träger zu bauen. Erst zwei einzelne, damit wir eine ordentliche kleine Schwadron zusammenkriegen. Und dann bauen wir gleich mal 5 auf einmal und dann können wir uns das auch sparen, weil dann sind die langsam wieder veraltet und müssen ohnehin verbessert werden. Damit kommen wir dann schon aus. Und die zwei Träger am Anfang können wir dann losschicken mit einem Punktverteidigungsschiff. Und naja, jetzt wäre es schön, wenn wir noch einen Aufklärer dazu packen könnten. Sonst nehme ich eines von den anderen Schiffen als zusätzliche Begleitung, um Treffer aufzufangen. Nehmen wir mal die kleineren Schiffe hier. Ah ja, nee, das bräuchten wir. Was ist dann hier los? Ah ja, aber das ist das Problem. Zu viel Militär und keine Expansion beißt einen hinterher in den Arsch. Okay, hier sind schon genügend Schiffe. Machen wir das stattdessen hier. Du brauchst dann eben stattdessen einen Aufklärer. Nee, zwei Aufklärer. Die Raketenbasis können wir schließlich später auch noch bauen. Die läuft ja nicht weg. Und die ist immer am aktuellsten überhaupt. Wenn die Schiffe am besten so schnell wie möglich gebaut werden, weil die so schnell veralten. Und jetzt machen wir mal weiter. Ah, und jetzt geht's hier auch los. Und wir haben keine Option, außer zu leiden. Natürlich ist die Schwadron auch voll. 4 Schiffe von 2 bis 4 möglichen. Und wir können nichts weiter außer eine Niederlage erleiden. Ja, wir haben ja nichts, also können wir auch nichts machen. Ah ja, und wir kriegen ja feindliche Raumtruppen. Nein! Und sie haben natürlich den Planeten bombardiert. Weil das macht die KI gerne. Hier gibt's halt nicht viel, was sie daran hindert. Ethik und so ist einer KI anscheinend schwer beizubringen. Witzigerweise. Echte KI-Forschung hat rausgekriegt, dass Roboter tatsächlich besser drauf sind mit Sachen Freundlichkeit und Nachbarschaftlichkeit und so als Menschen, wenn ich mich noch dunkel dran erinnere. Aber das ist hier halt nun mal ein Kriegsspiel und die KI ist eh nicht besonders schlau. Die sieht hier auch keine Leute, die man töten könnte, sondern nur Zahlen, die zufällig Darlok-Zahlen sind. Und wir haben gerade 300 Darlok-Zahlen verloren. Ah, Millionen Tote. Glücklicherweise können wir das etliche Runden durchhalten. Das einzige Problem ist diese Transportarmada, die demnächst ankommt. Und die Trägerarmada, die auch ankommt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel die uns schicken, aber wir können ihnen Überraschungen bereiten, indem wir hier am Boden... Aha, Zerstörer, Zerstörer, Korvette... Und eine Fregatte. Und die sind anscheinend alle technologisch ziemlich primitiv. Niedrigste Geschwindigkeit... Naja, gut, die werden wir fertig machen. Jetzt kommt es auf den Träger an. Den können wir uns noch nicht durchscannen, weil er uns noch nicht erreicht hat. Aber wir können Bodentruppen aufbauen. Und eine Division bringt es nicht. Wir bringen jetzt eine ganze Armee. Wir machen also auf trainiert. Und, nee, gleich auf erfahren. Wir haben ja bald ohnehin bessere Truppen. Dann können wir erstmal erfahrene Infanterie hinbauen. Die Infanterie brauchen wir eh bald nicht mehr. Und wir können bis zu 25 Kampfeinheiten in so eine Armee reinstopfen. Wir machen jetzt mal 20, wir wollen es hier nicht übertreiben. Und da wir sonst noch nichts haben, kommt noch unser Psy-Corps dazu. Hier steht das auch für psychisch und damit sind leider keine Psy-Kräfte gemeint, das wäre lustig hier. Roboter, die Gedankenkontrolle und Telekinese und sowas könnten, aber nee, hier ist Propaganda mit gemeint. Psychologische Taktiken, ne? Und wir können von denen auch eine ganze Menge einsetzen. Und wir behalten mal auf 3. Das ist hier quasi... die First Jet Army. Und die können jetzt auch mal standhalten. Weil wenn wir es einfach der automatisch generierten Miliz überlassen, dann wird wahrscheinlich der Planet in 1-2 Runden überrollt mit der Armee. Kann er noch ein paar Runden mehr durchhalten. Und die Sache ist die, Meckler hauen im Kampf ja richtig auf die Pauke. Und auch im Kampf gegen uns, da sind wir etwa gleich stark. Und Transportarmada, das ist ja, die KI benennt praktisch alles als Armada, was Transportschiffe betrifft.
Ich habe schon den Modiver das Wort Armada bei kleinen 4-5 Schiffverbänden gesehen. Und bei natürlich bei auch den großen Klötzen. Mit 18 und noch mehr Schiffen. Lass uns mal überraschen.